Und damit willkommen zurück zu Witcher 1. Für euch ist jetzt ein Tag vergangen. Oh mein Gott, ich muss mich wieder an den Spielstil gewöhnen. Für euch ist ein Tag vergangen, für mich 4, glaube ich. Weil ich keine Zeit mehr hatte, leider. Oh, ich dachte, was zu saufen. Ah, ich dachte, es ist Altowahn. Ja. Und heute nehme ich wieder auf. Das heißt, ihr kriegt Sonntag eine Folge von Samstag. Ganz frisch und neu. Kein Kampf. Ich möchte aber rostiges Schwert ziehen und dann... Okay, man kann tatsächlich nur Feinde angreifen. Schade. Ich wurde jetzt ein bisschen gespoilert von Freddy, was den ersten Endgegner und sowas betrifft. Das finde ich auch nicht schlimm. Cool, die Vögel fliegen weg. Okay, stopp. Legt euch mit hier an und ihr sterbt. Ja, also ich finde den Kampfstil ziemlich cool. So, er ist sehr gewöhnungsbedürftig, das habe ich im ersten Part schon gesagt. Aber er ist ziemlich cool. Oh! Linksklick auf die Winde, um das Tor zu öffnen. Ach, auf die Winde. Tipp, drücke Alt, um alle benutzbaren Gegenstände in eurer Nähe zu markieren. Ihr könnt Objekte und Türen nicht während des Kampfes benutzen. Was? Man kann nicht weglaufen? Cool. Belagerungskessel. Ja, mit dem konnte ich irgendwie nichts machen ohne Magie. Oh. Da macht sich das ganze Tor kaputt. Verdammt, Geralt. Es ist ein Wunder, dass ihr noch lebt. Das mit der Treppe hättet ihr mir auch sagen können. Lambert und Eskel wollten sie gestern eigentlich reparieren. Wir sind keine Maurer. Egal. Der Professor und der andere Magier müssen sich im Burgfried verstecken. Seht der Wahrheit ins Auge, Hexer. Sie sind hier, um euch zu berauben. Trish, Kind. Wir besitzen nichts Wertvolles. Etwas guten Stahl, Schneefuchspelze. Ich meine das Labor, das wisst ihr genau. Jemand will eure berühmten Mutagene. Ihr zieht voreilige Schlüsse. Chris könnte recht haben. Wir müssen herausfinden, was sie wollen. Eins nach dem anderen. Wir sollten einem starken Magier mit einem Furchtbringer nicht den Rücken zudrehen. Und ihr dürft die Banditen nicht ins Labor lassen. Wie üblich habt ihr recht, Triss. Geralt, ihr kennt euch mit Magiern aus. Findet heraus, was der hier will. Hm? Leo wird euch führen. Nur Aufklärung, oder? Niemand ist traurig, wenn ein paar von denen einen Kopf kürzer gemacht werden. Ihr schafft das, Wolf. Aber vergesst nicht, dass Leo bei euch ist. Ich schaffe das schon. Wir sehen nach, was da drin los ist und kommen dann zurück. Nehmt für alle Fälle diese Tränke. Trinkt Donner jetzt und hebt Schwalbe auf, falls ihr Heilung braucht. Ich kann euch erklären, wie sie wirken. Wir sorgen ja, bitte. Dafür, dass sonst niemand reinkommt. Ist gut. Chris, ihr bleibt bei uns. Nur falls Savola etwas Neues einfällt. Ja, Katzen fangen wieder an zu nerven. Ja, Mau, du hast gerade was zu fressen gehabt. Also halt die Schnauze. Inventar. Öffne das Inventar durch Linksklick auf das Ranzen-Symbol. Scheiße, man sagt doch nicht mehr Ranzen. Oder durch Druck auf I, um Zugang zu den Gegenständen zu erhalten. Rechtsklick auf den Donnertrank, um ihn zu benutzen. Tipp, ziehe Tränke aus dem Inventar auf Schnellflächen. Schneller? Was? Tipp. Zieht Tränke aus dem Inventar auf Schnellfächer. Achso. Ah,
you! Katze! Nein! Dir ich eine schnellere Benutzung ermöglichen. Mau! Okay. Nein. Ich muss den Donnerstrang trinken und die innere Festung erforschen. Chemie-Rucksack. Da. Trank Donner. Erhöht den Schaden, macht jedoch Ausweichen und Parieren unmöglich. Hä? Oh ja. Bewegt den Cursor über ein Effektsymbol, um Informationen über den Effekt zu erhalten. Tipp: Aktive Effektsymbole erscheinen am Ring um das Medaillon. Okay. Iske? Können wir noch was machen? Ich glaube nicht. Nein, Katze, nicht auf den Tisch. Dämliches Scheißvieh. Was macht sie da jetzt? Worauf sollte ich bei dem Magier gefasst sein? Schwer zu sagen. Ich kenne weder ihn noch seine Fähigkeiten. Und mir gefällt das hier überhaupt nicht. Was meint ihr? Jemand mit Macht, gut verborgen, hat Zavala geholfen. Anderenfalls hätte ich seine Verteidigung im unteren Innenhof durchbrochen. Könnte es der Magier sein, den wir gesehen haben? Unwahrscheinlich. Geralt, bitte fordert ihn nicht heraus. Wir werden sehen. Okay, Triss meint, wir sind nicht so krass wie er. Tschüss, Vogel. Komm, Vogel, geflogen. Okay, der Wichser ist hier nicht mehr unten, schade. Ich übrigens keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber ich habe ja so ein Quest-Symbol auf der Karte. Das wird auch jetzt ein etwas kürzerer Part als der letzte, weil... Katzen. Sowas kann ich ja nicht fortsetzen. Scheiße, 40 Minuten waren das, glaube ich. Lambert Eskel? Hütet euch vor dem Professor. Er soll ein Profi sein und 17 Leben ausgelöscht haben. In Ordnung. Verzeiht, ich weiß, ihr habt bereits gegen Banditen und Magier gekämpft. Denkt an eure Tränke. Danke. Scheiße. Wenn ihr das schnell genug erledigt, seid ihr vielleicht noch rechtzeitig für den Furchtbringer zurück. Kein Problem. Wie hat Wesemir das mit mir und den Magiern gemeint? Ihr habt schon etliche getötet. Bei Zauberinnen sieht die Sache anders aus. Ihr habt eine Schwäche für sie, die auf Gegenseitigkeit beruht. Merigold weinte, als sie uns von eurem Verschwinden erzählte. Sie ist eigentlich nicht übel, aber manchmal einfach schlauer, als gut für sie ist. Wir reden, wenn sich die Lage beruhigt hat. Trinkt euren Donnertrank und erforscht den Burgfried. Hab ich doch schon. Triss, Wesemir? Also, was bewirken diese Tränke? Donner ist ein Kampftrank. Euer Körper spannt sich an, Adrenalin wird freigesetzt. Gibt es Nebenwirkungen? Die Verteidigung leidet. Und man bekommt einen Kater. Schwalbe ist ein Heiltrank. Danke. Alkohol. Leo. Fertig, Geralt? Ist das euer erster echter Kampf? Nein, aber ich habe noch niemals einen Menschen getötet. Bleibt in meiner Nähe. Er hat noch nie einen Menschen getötet, das ist schon mal nicht schlecht. Ich hätte mit dem Belagerungskessel können wir am Ende dieses Vieh platt machen. Und Ladescreen. Speichern. Ich kenne alle Balladen, die Rittersporn über euch verfasst hat. Lambert sagt, dass ich nie so schnell wie ein echter Hexer sein werde. Aber heute beim Training konnte ich ihn treffen. Ihr habt Lambert geschlagen? Wir haben gefochten, als dieser seltsame Sturm kam. Lambert sah weg, ich machte eine Drehung und traf ihn am Bauch. Aber er fiel nicht und besiegte mich dann doch. Ihr werdet bestimmt noch ein guter Schwertkämpfer. Ich weiß. Jedes Mal, wenn Lambert mich besiegt, sagt er, dass ich Potenzial habe. Ich habe irgendwie Angst, dass er sterben wird. Armer Junge. Tür zum Innenhof gleich zweimal. Okay. Ich frage einfach nicht. Ich gucke mich übrigens sehr gründlich um, weil ich das Gefühl habe, hier könnte man noch Sachen finden. Drücke im Itz-Modus eine Richtungstaste zweimal, um Feinden auszuweichen. Was ist Itz? Schnell, zum Labor! Ah, starker Kampfstil, okay.
Lass ihn in Ruhe, Wichser. Hühnchen! Diese Männer sind Selbstmörder. Mir gefällt seine Denkensweise. Da, die gibt's Hühnchen. Leckeres Hühnchen. Hühnchen. Da muss ich gleich jetzt mal richtig zu. Oh. Kampfstil, Gruppenkampfstil. Der Gruppenkampfstil ist am effektivsten gegen eine Gruppe schwächerer Gegner. Wechselt diesen Stil durch Linksklick auf das Greifensymbol oder indem ihr C drückt. Okay. C. Alles platt gemacht. Okay, hier kann ich einfach rein. Fass. Im Fass finden wir einen Feuerstein, alltäglicher Gegenstand. Wird verwendet, um ein Feuer anzuzünden. Nur einmal verwendbar. Doppelklick oder ziehen, um den Gegenstand zu nehmen oder zu verwenden. Ah, da unten gibt es auch einen Alles-Transferieren-Button. Küche. Abgeschlossen. Willst du mich verarschen? Ah, cool, man kann looten jetzt. Orenz, Wertsachen. Temerische Währung mit dem ja. Oh, wenig Alkohol, Bier. Ah, ich nehme alles mit. Ist das belegtes Brot mit Huhn? Regeneriert Vitalität, kann auch verkauft oder verschenkt werden. Hier willst du meine Brötchen kaufen? Okay, was zu fressen schon wieder? Hammelbein? Hört sich gut an. Und nochmal Kohle. Hab leider nicht nach. Also, ich habe nachgeguckt, ob ich die ersten looten konnte, aber es ging nicht. Okay. Cutscene. Diese Treppe führt zum Laboratorium. Folgt mir. Oh, Hexerlabor. Ich hab's übrigens ein bisschen sehr laut auf meinen Ohren. Die Energie, die ihr dem Kreis der Elemente entzogen habt, reicht sie, um die Hexe aufzuhalten? Ihr zittert ja, dabei hattet ihr euch doch beschwert, dass Sir Voller keinen von ihnen für euch übrig lassen wollte. Jagt euch der Anblick eines einzelnen Hexers des Weißen Wolfs persönlich Angst ein? Dieser Mann, der im Übrigen als tot galt, ist ein berüchtigter Mörder, aber ich fordere ihn nur zu gern heraus. Leo, zurück. Kommt schon, Professor. Wir brauchen mehr Zeit. Ich beherrsche die Macht des Kreises der Elemente. Sie sind keine Gefahr. Zurück an die Arbeit. Die Mutagene müssen in 15 Minuten für den Teleport bereit sein. Die Hexer werden uns nicht belästigen. Oh, der ist scheinbar stark. Der Weg ist versperrt. Die Treppe ist blockiert. Die magische Barriere sieht stabil aus. Wir brauchen Triss. Die rauben uns aus. Geralt, macht oben den Weg frei. Nutzt ein Zeichen. Ein Zeichen? Das Art. Ich kann es nicht mehr wirken, seit ich mir beim Training die Finger gebrochen habe. Wirkt das Art auf den Schutt? Ich erinnere mich nicht an die Zeichen. Gehen wir zum Kreis der Elemente. Eine Quelle der Macht. Ihr müsst versuchen, das Art zu erlernen. In Ordnung. Das ist vielleicht ein bisschen... Oh, neuer Eintrag im Tagebuch. Ort, Laboratorium. Neue Karte wird in eine neue Region wird betreten. Karte aktualisiert. Quest aktualisiert. Verteidigung von Geralt Morgan. Ihr müsst Leo folgen und das... Oh Gott. Neue Region wird betreten. Gruft, danke. Linksklick auf den Elementarstein, um ein Zeichen zu erlernen. Tipp, schaut euch später im Spiel nach anderen Elementkreisen um. Elementarkreisen um, um neue Mächte zu erlernen. Okay. Cool. Hattet ihr Erfolg? Das werden wir gleich wissen. Ich wusste, es würde klappen. Gehen wir zurück, ehe Lambert den Furchtbringer selbst tötet. Oh, er ist so eifersüchtig. Zeichen Art. Das Art-Zeichen ist eine telekinetische Kraft, die hilfreich ist, um blockierte Passagen zu öffnen oder Feinde zurückzuschossen. Rechtsklick auf ein Ziel, um das Zeichen zu wirken. Tipp: Niedergeschlagene oder betäubte Feinde sind leichter
Sind leicht mit einem einzigen Schlag zu töten. Okay, cool. Dann danke ich. Ah, eine Kiste. Schleifstein. Erhöht zugefickten Schaden um 10%. Ah, das ist wirklich bestimmt nicht mein rostiges Schwert. Sag mal, wohnen hier nicht noch Leute? Da sieht das so verfallen. Oh, Kitze. Feuerstein. Drei Stück. Oh, jetzt ist ein Kleiderschrank. Ich will einen Kleiderschrank. Wichser. A-Zeichen. Drücke 1. Ah, okay. Bewegung bei isometrischer Kameraeinstellung. Entschuldigung. Linksklick auf eine beliebige Stelle auf dem Boden, um euch zu dieser Position zu bewegen. Schiebt den Cursor an den Bildschirmrand, um die Kamera zu rotieren. Tipp, schwenkt die Kamera. Was? Das möchte ich nicht. Kannst du das bitte wieder lassen? Ich möchte bitte wieder mit. Das war keine Absicht. Kannst du bitte wieder umstellen? Das ist ekelhaft. Steuerung. Nein, ich möchte das bitte wieder ausmachen. Boah, das ist ja mega schwul. Ups, jetzt habe ich gespeichert. Also, Art. Ach, 1, nicht F1. Außenbereich von Kaer Morhen. Und wir haben noch 10 Minuten. Was konntet ihr Sorry. In Erfahrung bringen? Die Banditen sind im Labor und suchen nach etwas. Der Magier hat mit Hilfe des Kreises der Elemente eine magische Barriere erschaffen. Ihr dummen Kinder, wieso habt ihr den Kreis nicht erwähnt? Trish, mein Kind, es schien nicht wichtig. Wenn sich der Magier mit dem Kreis verbunden hat, kann er ein stabiles Portal schaffen, durch das er überall hin auf dem Kontinent reisen kann, mitsamt eurer Ausrüstung. Gut, wir haben einen Fehler gemacht, aber ihr habt gesagt, der Magier sei harmlos. Ich sagte, ich kenne ihn nicht. Wir sollten jetzt vor allem das Labor schützen. Keine Panik, Merigold. Wir wissen, ihr wollt gern unsere Hexergeheimnisse sehen. Wesemir, wenn dieser Idiot nicht die Klappe hält, werde ich... Genug. Lambert, hört auf, Triss zu ärgern. Er weiß dir etwas Respekt. Triss, wenn wir zum Labor gehen, sitzen wir in der Falle. Von Taktik verstehen wir etwas. Vielleicht sollten wir uns aufteilen. Geralt hat recht. Wir müssen das Labor schützen und den Furchtbringer töten. Wer übernimmt was? Nur ich kann die Barriere durchbrechen. Ich gehe hinein. Wesemir? Ich bleibe hier und kümmere mich um den Furchtbringer und Savolla. Und ihr, Geralt? Wir könnten beide eure Hilfe brauchen. Was? Das Labor ist wichtiger. Ich gehe mit Triss. Ich kümmere mich mit Wesemir um den Furchtbringer. Keine Ahnung. Ich würde gern den Furchtbringer umbringen. Ich will auch das Labor machen. Ja. Bärchen? Das Labor ist wichtig. Ich gehe mit Triss. Ich auch. Damit wäre das entschieden. Eskel und Lambert bleiben bei mir. Savolla hat gerade einen Zauber gewirkt. Etwas geht hier vor. Oh nein. Der Boden bebt. Spürt ihr es? Sie brechen durch. Das ist Savolla. Komischer Fummel. Schnell, verteidig das Labor. Ich hoffe, die werden das schaffen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Ich hoffe es einfach mal. Das könnte ein harter Kampf werden, Geralt. Nehmt diesen Tank. Die Hexer nennen ihn Waldkauz.
Er regeneriert Ausdauer und ist sehr nützlich im Kampf gegen Magier. Danke. Lasst uns gehen. Ausdauer. Okay. Was ist denn schon wieder, Leute? Das war nicht so geplant. Keinen Schritt weiter, Weißer. Ich werde einen mächtigen Dämon rufen, der euch in Stücke reißt. Er blufft. Er ist durch die Teleportation erschöpft. Im Moment reicht es gerade noch für magische Lichtspielereien. Gut. Wir kümmern uns um ihn und stoßen bei der Barriere wieder zu euch. Ja, Moment. Kleines Momentchen, ich brauche mal kurz die Wasserspritze, die da steht, um die Kapseln einmal nass zu machen. Die waren nämlich ja gerade bei, meine Dokumente anzufassen. Sorry. Ich glaube, Gruppenkampfstil ist jetzt schlecht, dann machen wir mal schneller, starker Kampfstil. Geralts Ausdauer ist durch den gelben Balken dargestellt. Sinkt jedes Mal, wenn ihr ein Zeichen einsetzt. Wenn die Ausdauer zu niedrig ist, könnt ihr kein Zeichen wirken. Tipp: Ausdauer wird mit der Zeit wiederhergestellt. Nutze Tränke wie Waldkauz, um die Regeneration zu beschleunigen. Ich muss zum Labor laufen. Seid ihr verletzt? Hat er euch erwischt? Nee. Aber wenn das nur magische Lichtspielereien waren, möchte ich keinem wirklich mächtigen Zauberer begegnen. Ich wollte euch helfen, aber ich konnte diesen merkwürdigen Kreis nicht durchbrechen. Savola sieht die Radieschen von unten wachsen. Darauf kommt es an. Wir müssen Triss helfen. Los jetzt. Ja, hast du recht. Und ich habe wirklich Angst, dass er sterben wird. Ah, warte mal, Überreste. Kohle, Feuerstein, Salpeter, qualitativ hochwertiger Grundstoff für Bomben und Saphir, Wertsachen. Juti, Juti Cutie. Wir haben jetzt noch maximal 5 Minuten, das heißt, wir werden die da, oh mein Gott, Triss. Sie plündern das Labor. Der andere Magier ist... Ich habe ihn unterschätzt. Beeilung! Okay, wir können nicht mit ihr reden. Das ist schlecht. Laboratorium. Das ist es. Wir haben, was wir wollten. Professor, kümmert euch um diese Hexer. Na los, Professörchen. Oh ja, oder? Okay, oder? Ja, es heißt, Hexer könnten Bolzen im Flug abwehren. Was? Das ist jetzt problematisch. Ich werde schießen auf ihn. Leo, stopp!
Das ist also nur ein Märchen. Ich hab's doch gewusst. Was ist passiert? Rippenbrüche, Lungenriss. Er stirbt. Ihr braucht Raffarts Absud. Haltet durch, Leo. Es war hier. Ich kann es nicht finden. Wesemir, Leo ist tot. Wie ist das passiert? Er hat den Professor angegriffen. Ich kam zu spät. Es ist nicht eure Schuld, Geralt. Wir sind alle verantwortlich. Triss hat für uns gekämpft und es kaum geschafft. Es sind schlechte Zeiten für Hexer. Und etwas sagt mir, sie werden nur noch schlechter. Ist es da oben sicher? Relativ. Da oben sind ein paar Nachzügler. Aber um die kümmern wir uns später. Ihr seht müde aus. Ich möchte, dass ihr euch ausruht. Ich halte Wache und kümmere mich um Leos Leichnam. Linksklick auf das Meditationssymbol, um in den Meditationsmodus zu wechseln. Entschuldigung. Tipp: Wählt jetzt die Dauer der Meditation aus, indem ihr das Mittags-, Morgensgrauen-, Mitternachts- oder Dämmerungssymbol anklickt oder indem ihr den Meditationsschieberegler bewegt. Ich ruhe mich ein bisschen aus, bereite mich vor. Bis Mittag. Machen wir mal 10 Stunden. So. Jetzt looten wir noch schnell die Kacke hier. Moose und Gräser. Von dem Geruch wird mir schwindelig. Das ist nicht so cool. Oh. Das ist ganz schön böse. Einst legten sie mich hier drauf. Lecker Schmecker. Dreimal Schwalbe. So, und wie wir mit Wesemir sprechen, das erfahrt ihr morgen. Bis denn, Jön. Tschüss. Speichern. So. Laden wollen, das ist der erste, ne? Ja. Okay. Bis morgen. Tschüss.